Ja, moin. Willkommen aus Parchim. Uns ist kalt und was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Heizung organisiert, eine Dieselheizung. Von Heckalori. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Also, Bedienungsanleitung haben wir. Wir haben schon mal ausgepackt, weil wir wollten mal sehen, was hier für ein Kabel ist, damit wir es auch anschließen können. Und ihr seht, da haben wir zwei Enden. Wir haben eine Sicherung schon mal. Und wenn wir sie an der Batterie kriegen, dann habe ich mir das auch vorher besorgt. Ich werde das auch unten noch mit verlinken, dieses Kabel, dass ihr das findet. Das Gerät natürlich auch. Und da stöpseln wir einfach an. Aber wir gucken erstmal den Lieferumfang an. Wir haben da einen Haufen Schellen. Braucht man wirklich so viel Schellen dafür? Weil wir haben daneben den Auspuff. Das ist eigentlich der Auspuff, genau. Der wird wahrscheinlich erst angesteckt und dann kommt dieses Rohr, dieses Flexirohr, was die Abgase wegleitet. Und dann haben wir hier noch so einen Ansaugstutzen. Und wir haben sogar eine Fernbedienung. Das ist geil. Was das ist? Ah, das sind noch ein paar Klemmen. Wahrscheinlich um die Ansaugung und das Flexrohr für den Auspuff festzuhalten. Ja, hier seht ihr den Ansaugstutzen. Das ist gar nicht der Ansaugstutzen. Ne? Das ist doch die... Das kommt wie die warme Luft raus. Für die warme Luft. Ah! Das ist aber nicht viel, ne? Oh! Jetzt gar nichts mehr. Das war es noch nicht fest, du hast es nur raufgesteckt. Ja, ne? Ja, nur raufgesteckt. Also das kommt dann rauf, aber ihr seht schon, das ist nicht viel. Also das soll ja hier in die Garage kommen, das Teil. Und dann musst du das schon kurz davor hinstellen, ne? Ja, das ist wahrscheinlich nur, dass du die Richtung einstellen kannst. Wahrscheinlich, ja. Mehr wird das nicht sein. Genau. Wir haben gleich einen Dieseltank hier in der Heizung. Wir haben hier vorne abnehmbare Bedienteil. Und da ist noch ein paar Meter Kabel. Ne, das ist schon alles, ne? Könnte man irgendwie noch anders montieren. Machen wir mal gleich wieder rein. Weil man hat ja auch eine Fernbedienung dabei. Aber wahrscheinlich, wenn man es einbaut, so ein bisschen versteckt, damit man das Bedienteil da vorstellen kann, denke ich mal, ne? Ja, hier ist der Dieseltank drinne. Wir haben hier hinten ein Lüfterrad, um wahrscheinlich die Luft, die warme Luft, ins Fahrzeug oder in den Schuppen zu transportieren. Ja, und das Schöne ist, wir gehen da gleich mit tanken, weil wir haben irgendwie noch gar keinen Diesel hier. Gehen wir einfach, machen wir das hier ab und dann gehen wir so an die Tankstelle. Das machen wir gleich. So, meine bessere Hälfte hat gesagt, ich habe natürlich meinen Neffen Sven nicht vorgestellt. Hallo. Tut mir leid, dass ich den euch vorenthalten habe. Aber wir müssen los, es wird dunkel. Und die Teile bauen wir natürlich hinterher an, weil wenn da alles dran ist, ist es blöd, wenn wir damit an die Tankstelle fahren. Ne? So, jetzt sind wir an der Tankstelle. Jetzt holen wir unseren Kanister raus. Oh, das ging ja, da kam ja nichts raus, zum Glück. Ja, ein Glück, ja. So, wie viele Liter passen da rein? 4 Liter so, weiß ich nicht. Jetzt haben wir schon 3. 4. 4. Also ich will auch nicht ganz voll machen. Ja, das reicht, glaube ich. Das sieht schon ganz gut aus, da seht ihr das. Ist eigentlich fast voll. Ich denke, 5 passen rein. Und du willst nichts verschenken, deswegen tankst du da auch noch gleich noch was rein. So, das ging ja einfach. So. So, dann wollen wir. Jetzt haben wir uns Werkzeug geschnappt. Und jetzt werden wir das Ding ein bisschen zusammenbasteln. Na Jette, wie geht's? Wie steht's? Bist auch aufgeregt? Also so eine Verlängerung gibt es ja auch im Netz. Also wenn ihr da ein bisschen Entfernung dazwischen habt, wenn ja, die Heizung so ein bisschen in irgendeinem anderen Raum steht, dann kann man natürlich hier so ein längeres Teil bestellen. So, Befestigung. Gibt es eine Richtung? Nee, ne? Glaube ich egal, ne? Ist das hohl? Ja. Also. Das geht einmal durch, ja. Okay. Geht hier hoch? Ja. So. Schelle. Was hast du da? 10er Nuss? 7er. 7er Nuss? Ja. Sind das alles 7er? Nö. Nee. Oder? Doch, ne? Das muss 10er sein. Das ist 10er, ne? Also. Ein 7er und 10er. Hier kannst du auch nicht mit einem Schraubendreher rein, ne? Musst du schon. So, wo ist denn hier? Ja.
Welcher ist jetzt hier Auspuff? Ach, da unten. Sind da zwei Anschlüsse? Ja. Einmal die Frischluft. Ja, aber welcher ist welcher? Ich denke, dass das der Auspuff ist. Vielleicht sollten wir mal die Bindungsanleitung nehmen. Wahrscheinlich besser. Da ist auch ein deutscher Teil drin. Auf Seite 15. Seite 15, das hast du noch im Kopf? Ja. Ich kann mir das nicht mehr merken. So. Da. Das ist aber eine andere. Aber da ist wahrscheinlich die gleiche Heizung innen drin, ne? Was ist vorne, was ist hinten? Bedienteil wird wahrscheinlich vorne sein. Da ist aber noch was anderes, was du dazwischen klemmst. Das gibt's hier nicht. Auspuffrohr. Da steht Auspuffrohr und da steht Auspuffrohr. Das ist ja interessant. Das ist irgendwie ganz schlecht übersetzt. Ja, gut. Ja, eins muss ja. Dann suchen wir mal noch ein bisschen. Ich würde sagen, drehen wir das Ding nochmal um. Vielleicht finden wir dann einen anderen Hinweis. Achso, da ist der Diesel drin. Ja, ich will. Es scheint zwar dicht zu sein, aber. Ich will auch nicht. Das Ding ist ja auch. Da ist nichts zu sehen. Musst du ja auch rankriegen, dass du irgendwie um eine Kurve kommst hier. Ja, musst du halt. Du musst halt erst das Teil anschrauben, das Teil. Ja. Direkt drauf. Aber ich meine jetzt von der Höhe. Kannst du ja erst ab, die sind doch unterschiedlich. Wollen wir wetten? Die sind unterschiedlich. Oder? Das glaube ich nicht. Das kann sein, dass das nur auf eine Seite drauf passt. Ja, da passt er nicht, siehst du? Und da passt er, ne? Ja. Da passt er nicht. Ja, gut. So, wenn er jetzt drauf ist, muss er aber hart um die Ecke rum. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Den muss er da einmal unten. So, Schelle drauf. Knicken gleich. Kannst du knicken. Ja, da hätten sie ein paar. Also das Gerät ein bisschen höher machen müssen, ne? Ja, oder weiß ich nicht. Mich halt auch mal ein bisschen fest. Hast ein bisschen Spielraum. Na gut, dass sie das so gemacht haben, ne? Dass noch eine Seite drauf ist. Ja, ist natürlich so ein Sicherheitsaspekt, ne? Ja. Da muss ich irgendwie schräge machen. Ab da hier, komm ich nicht ran. Kommst du gar nicht ran, ne? So, schön und gut, dass alles abgekapselt ist. Ist auch alles vernietet. Da kommst du gar nicht mehr ran, ne? Aber du hast ja alles. Jo. Das geht sogar, du. Kleine Ecken macht er, ne? So. Hätte mal ein bisschen zudrehen können vorher, ne? Ja. Leben nicht so schwer machen. So, und die andere Seite muss er auch noch rankriegen. Aber ich glaube, die ist nicht so tragisch im Ansaug. Geh mal hier runter lang. So. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt versuchen wir zu biegen. Ja, wohin biegen wir den denn? Nach hier? Nach hier, würde ich sagen. Da unter durch ist ein bisschen schlecht. Ja, hier ist ein bisschen, ne? Ja. Geht dann nur hier zu biegen. Guck mal, knickt hier ein. Das ist ja blöd. Da musst du da irgendwo raufstellen. Da gibt es noch einen Adapter. Muss ein bisschen später. Hier ist aber nichts dabei. Nee, muss ein bisschen später biegen jetzt. Ja. Und dann müssen wir das irgendwo raufstellen. Ah, dafür sind bestimmt die Füße. Das sind bestimmt die Füße hier. Ach so. Dann hätten wir uns doch erstmal alles durchlesen sollen, oder? Ja. Das ist ja meistens das, ne? Das ist die Füße? Ne, geht ja gar nicht. Das sind noch Halterungen so. Das ist zum Festschrauben. Ja. Gut, aber die kannst du ja gleich trotzdem gleich ranmachen, ne? Haben wir eine bessere Auflage. Ja, aber das habe ich schon mal bei einem YouTuber gesehen. Der hatte das gleiche Problem. Aber gut, dass du da unten Schaumstoff noch. Das Schaumstoff noch hast, ne? Das steht jetzt ganz gut da drauf. Und du hast das Ding aber auch richtig sportlich angebaut. Schaut mal. Das sieht doch schon mal cool aus jetzt. So ein bisschen nach hinten weg. Du kannst ja auch noch ein Stück nach oben biegen. So. Ah ja, das sieht doch sportlich aus. So und. Also das ist immer, wo das andere jetzt hier? Das ist wahrscheinlich irgendwo, dass du es an der Wand befestigen kannst. Genau. Oder, ne? Oder je nachdem, wo du es fest haben willst, wenn du es fest haben willst. Genau, jetzt noch den Ansaug.
Oh, jetzt ist es schon wieder los. Dann bauen wir nochmal ab. Gucken wir, dass wir da noch ein bisschen gerade wieder kriegen. Ne? Ja gut, aber dafür kostet das ganze Ding ja nicht viel. Ne? Etwas über 100 Euro, das ist ein Witz. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ein echter Witz, das kann man gar nicht denken, weil allein die Heizung da drinnen ja die billigste auf dem deutschen Markt schon mal 500 Euro kostet. Ne? Und sonst kosten sie bei 1000 Euro, die Standheizung. Ja, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Ne? Ja. Leute, da müsstet ihr euch entweder höher positionieren, dass ihr da unter Platz habt, oder ihr besorgt euch noch in so einem Winkel, die gibt es bestimmt irgendwo. Ja, oder auf Klötzer stellen oder so. Ja, ne? Ich würde auch sagen, auf Klötzern ist das einfachste. Ne? Da kannst du ja Holzklötzer unterschrauben, einfach. Ja, mal anderen nochmal das, ran sieht, das sieht aus wie ein Schnuffi von der Bundeswehr. Datenschutz macht, ey. So. Schönes Fest. So, jetzt kriegt es. Jetzt bietet sich das schon fast so hin. Guck mal. Dadurch, dass du um die Ecke gegangen bist, ne? Seht ihr das? Das passt schon fast. Ja, den würde ich natürlich dann irgendwie auf der anderen Seite legen oder so. Genau, entgegengesetzt. Ja, der ist, kann man auch was länger irgendwie. So, jetzt gehen wir zur Garage. Jetzt versuchen wir das Ding zu starten, ne? Die sind wahrscheinlich hier, dass man die irgendwo befestigt noch. Aber hier dran am Gerät? Ja, hier oben? Weiß ich nicht, nö, das glaube ich auch nicht. Hier? Bestimmt, oder? Könnte man, von der Größe her passt das. Dann müsste man noch die andere Stelle nehmen, die hier. Und dann daran machen. Aber brauchen wir erstmal noch nicht. Jetzt machen wir das noch ein bisschen provisorisch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Erstmal, ne? Mal lieber andersrum. Dann sehen wir das Bedienteil besser. Der Ausdruck geht genau, nach außen. Genau, so ist natürlich besser. Pass auf! Ja, jetzt steht es aber trotzdem zu weit weg vom Fahrzeug, ne? Das reicht. Reicht das? Ah ja. Das reicht. Sind da zwei Kabel. Genau. Raus. Schön mit Vago-Klemmen. Haben wir eine saubere Verdrahtung. Ja, ich verlinke euch alles, was wir so finden. Was ihr dazu noch braucht. So. Oder brauchen könntet. So, einen schönen T4 festgemacht. Gut. So. Oh, Display ist an. Ist ja mal geil. Das haben wir schon dreckig gemacht. Sag mal, wie geht das denn? Ich würde sagen, ist doch falsch rum. Wir starten einmal. Lüfter geht an. Also ihr seht, das Lüfterrad, da läuft da. Und dann muss man die Heizung noch einschalten an sich. Das ist nur Lüfter jetzt. Aha. Jetzt geht die Dieselpumpe. Schönes Geräusch, weil wenn die geht, dann geht's bald los. Das hört sich gut an. Ja, wird das Ding wahrscheinlich vollautomatisch entlüften, ne? Schätze ich mal. Das werden wir sehen. Oh ja, Brenner läuft. Ich höre ihn. Ja. Kommt es warm raus? Ja, riecht schon. Man riecht es auch. Abgabe, ja. Und er wird immer lauter. Oh ja, es kommt schon ein bisschen warme Luft raus vorne. Und ich sag mal, vom Geräuschen ist wie meine Dieselheizung. Jetzt kriegt er nochmal ein Turbo. Ja. Es wird schon warm. Jetzt läuft er nochmal höher. Es riecht jetzt so ein bisschen, als wenn ihr ein Gerät das erste Mal einschaltet. So ungefähr. Und es kommt warme Luft raus. Da ist das Display. Ah, kann man das erkennen? Ist ein bisschen ungünstig mit dem Licht. Und dann könnt ihr es natürlich per App nutzen. Und wir schauen gleich nochmal, ob wir das auf die App geladen kriegen. Oh, ist das schön. Das gefällt mir. So Leute, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das Gerät hat jetzt keine Bluetooth-Funktion. Das geht ja rein um die Fernbedienung.
das zeigt er an und die ist bis 100 Meter könnt ihr die benutzen. Diese kleine Fernbedienung, wo habe ich die eigentlich hingelegt? Ich habe die in der Tasche. So, um die Fernbedienung geht das. Und? Unterschieben. Unterschieben. Jetzt ist das hier richtig hinten rot, das sage ich, der hat die volle Hitze erreicht. Wahrscheinlich muss ich noch erstmal die Batterie müsste eigentlich schon drin sein. Ne? Dann muss sie einmal angelehnt werden. Drück mal auf On. Ja, ich glaube, die muss erstmal angelehnt werden. Okay. Jetzt machen wir die Heizung aus. Off. Also die Heizung funktioniert. Da muss eine Batterie rein. Normalerweise leuchtet der rot. Ja. Da scheint keine Batterie drin zu sein. Weil er zeigt ja nichts an. Genau. Jo, dann müssen wir erst eine Batterie einlegen. Ja, Leute. So einen Schraubendreher haben wir jetzt auch nicht hier. Da können wir euch jetzt gerade nicht weiterhelfen, das zeigen. Die Heizung funktioniert aber. Ja, für wen ist das Teil eigentlich nutzbar? Was wir uns jetzt gerade gedacht haben, weil hier diese Befestigungen sind, dass das ins Fahrzeug auch komplett so eingebaut wird. Gibt da auch welche, die ein Benzinfahrzeug haben, alten Bulli, da gab es auch Benziner, dass ihr das Ding so einbaut und durch den Blech, wie sonst auch immer, den Auspuff nach außen legt und die Frischluftansaugung. Dafür ist das wahrscheinlich auch zusätzlich gedacht. Aber auch als mobiles Gerät und ist halt ein bisschen komisch gemacht, aber da würde ich dann hier einfach so Holzklötzer direkt dran festschrauben und dann habt ihr das auch mobil. Ja, ansonsten könnt ihr hier vorne auch verlängern. Hier wird es jetzt gerade genutzt, um die Garage aufzuheizen, damit dann im Winter an seinen Bulli so ein bisschen basteln kann. Der schöne T4. Ja, dann haben wir gerade noch drüber philosophiert. Ich habe das ja öfters gesehen, dass das Gerät draußen steht, aber das macht ja eigentlich gar wenig Sinn. Was ihr eigentlich nur machen müsst, den Auspuff nach draußen führen. Und wenn ihr so ein Garagentor zum Kippen habt, dann könnt ihr das eigentlich sozusagen, kann ich jetzt anfassen, dass das Garagentor hier runterkommt und dann geht da die Abgase nach außen, weil innen kann er ja ansaugen. So, und dann zieht er warme Luft schon mal an und gibt die dann weiter erwärmt dann raus. Das macht mehr Sinn. Und das Gerät wird natürlich geschont. Bei Wind und Wetter draußen ist natürlich auch nicht so schön. Ne? Also das macht dann irgendwie mehr Sinn, wenn man die Garage damit aufheizen will. Dass man das Gerät innen reinstellt und dann den Auspuff nach außen führt. Ganz wichtig, der Auspuff muss nach außen. Also hatten wir ja schon gesagt, das Ding fasst jetzt 5 Liter Diesel und soll damit 10 Stunden laufen. Ich habe hier noch ein paar Fotos. Schaut mal, da seht ihr den Kanister. Und das ist der Lieferumfang nochmal. Dann hat das Gerät 5 bis 8 kW. So, und wer jetzt keine Autobatterie in der Nähe hat, schaut mal, der kann sich auch einfach so ein Netzteil holen und das direkt da anklemmen. Ja, das soll es gewesen sein. Die Heizung funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch so eine Heizung habt und Erfahrungen mitgesammelt habt, sagt mir einfach, schreibt es in die Kommentare. Und dann sagen wir tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Also, bis bald. Ciao.